Servus Leute, hier sind wir zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013 Megaprojekt mit dem Guten, mit dem Doc und mit dem MacManius. Ja, moin. Grüß dich, Leute. Moin. Ja. Warum sagst du eigentlich meinen Namen immer zuletzt? Weil du das Letzte bist. Nein, du stehst in der Liste ganz unten, deswegen. Ich habe keine Ahnung, stehst du in der Liste ganz unten? Nein, du stehst ja, in der Liste als Zweites. Hast du das gehört, Doc? Er weiß nicht, dass ich ganz unten stehe und sagt ihn trotzdem zuletzt. Okay, das ist natürlich, also ich habe ihm schon die Ausrede auf ein Silbertablett serviert, ne? Ja. Ein Doktor muss man als Erster begrüßen, oder? Nö, nicht unbedingt. Na, oh ja. Normalerweise sind Doktoren auch das Letzte. Okay. Also zumindest die Juristen und die Politikwissenschaftler und so und die dann halt irgendwie im Bundestag rumsitzen. Also die Politikwissenschaftler, die ich bis jetzt so verfolgt habe, die haben ihren Doktortitel alle aberkannt bekommen. Ja, genau. Okay. Fahrsilo 1 ist leer geschaufelt. Wer möchte jetzt Fahrsilo 2 übernehmen? Ja, ich kann schon schaufeln auch halt. Ist in Ordnung. Ja? Dann stelle ich dir den Anhänger da für einen guten zum Feld noch. Jo, ich fahre gerade die dritte Fuhre Gras ins Silo. Das heißt, da sind auch schon wieder fast 100.000 drin. Und wir haben noch reichlich Gras liegen. Da könnten sogar vielleicht nochmal so 70.000, 80.000 zusammenkommen. Jemand muss doch gleich mal schwadern. Wo ist denn die nächste Tankstelle? Weil der Weidemann ja fast leer ist. Ach komm, dann kriegst du das noch mit leer. Von da unten aus Hof. Und wir haben schon wieder 33.800 auf dem Konto, nur von dem einen Silo, was wir jetzt leer geschaufelt haben. Oder und was wir noch kaufen könnten, jetzt einmal, da hätten wir sicher das Geld dafür, wir könnten uns die Silagezange kaufen, weil die geht mehr rein als in die Schaufel. Ehrlich jetzt? Mhm. Ja, war die da nicht gehen 3.000? 2.000? Ja. Angeblich wie viel, laut. Wie viel geht denn die Schaufel jetzt? Zwei, ja. Geht's natürlich einiges schneller. Ja. Was kostet die Silagezange? Ich glaube 2.000 oder so irgendwas. Halt. Doc, kannst du mich eben abtanken? Achso, du bist schon voll. Ja gut, okay, ja, also wegen mir gerne. Wenn es schneller geht, hau rein. Für 2.000 ist okay. Jetzt schaufel ich einmal. So. Gut, du musst das wieder hochfahren, musst das wiederholen. Genau, da habe ich da weiter ausgeschaufelt. Ja. Und das können wir uns ja nach in Radlader kaufen, ganz einfach. Ja. Genau. Ja, eben, ich würde auch sagen, dass wir langsam mal den Radlader uns dann anschaffen. Der rentiert sich relativ schnell. Wie viel kostet der? 100.000, nicht ganz. 100.000, 98.000 oder so Kram. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Kredit offen? Ja, 160. Wir könnten mal die 30. Wir könnten mal 30.000 dann mal nur so zurückzahlen. Weil aufnehmen können wir jederzeit. Das könnten wir machen, dann haben wir zwischendurch halt keine Zinszahlungen. Okay. So, du bist leer. Ja, sind da 7,5 Stunden schon mit dem Weidemann gefahren. Ach so, gut, du sitzt gar nicht mehr im Drescher. Ja, ich saß kurz im Schlüter. So, dann zahle ich einmal zurück, würde ich sagen. Okay. Kannst du in der Zeit dann schwadern schon mal auf dem anderen Feld? Könnte ich machen, klar. Nimm's ja eh war nicht denn auf, meine gibt Bahn ja keine großen hier, sag mal. Ja. Irgendwie ist meine Bahn weg, meine angefangene. Was sollte ich schwadern? Das 16er, ne? Jo, und danach hier, wo ich gerade drin. Oh, das kann das doch nicht. Wieso? Kannst du eh mit GPS-Mod? Ich kann das doch nicht. Ich kann das auch mit GPS-Mod nicht. Was, du kannst nicht schwadern? Nee, ich kann das nicht. Ach gut, Doc, jetzt hör auf. Ich kann das doch nicht, da muss ich doch gerade ausfahren. Vor allen Dingen wollte er erst sagen, ach gut. Ja, jetzt wird, also nur, also Marco, ich fasse zusammen. Markus lädt mich zuletzt bei seinen Ansagen. Doc will Guten zu mir sagen, was er eigentlich fast zum Überlaufen bringt jetzt. Ja, Moment. In dem Fall war ja, ach Mensch, jetzt halt doch mal die Klappe. Wer denn? Nichts. Jetzt soll ich doch meine Klappe halten. Ich fasse es aber nicht. Oh, also jetzt entweder bringt mir jemand jetzt einen Snickers oder Schwärzer Diva. Habt ihr gehört? Entweder ich krieg einen Snickers oder Schwärzer Diva. Ich schicke dir eines zu, okay? Ja, okay. Wie lange haben die halber Zeit? Lang. Soll ich sie mit der deutschen Post schicken, oder? Ja. Und mit der österreichischen? Halt, der braucht eh mal 3 Monate so ungefähr. Na, das könnte eng werden. Und davor noch einfrieren, dass du ein Eis hast, oder? Da hat es nicht so eine Zeit lang das Snickers-Eis und Mars-Eis gegeben. Das gibt's noch, oder? Ja, das gibt's noch. Also im Winter gibt's das eigentlich nicht mehr, aber ja, doch, eigentlich schon. Okay. Ich weiß nicht, da hat ein Freund von mir mal, der hat ja, das gesehen in den. Knapp gehalten. Ja. Danke, wir haben dafür das bessere Internet. Die Österreicher darf man nicht zu sehr verwöhnen, ne? Erstens werden sie größenwahnsinnig.
Ja. Ja, aber ihr Österreicher, ihr habt ja sowieso so viele leckere Sachen. Hey, Feld 14 wird versteigert. Das ist ein großes Feld, glaube ich, ne? Ja, das werden wir sich nicht leisten können. Was aber der Preis der? Würde mich mal interessieren. Ja, 150 schätze ich einmal. Na, schauen wir mal. Das könnte sogar passen mit dem Weizen. Ach so, wir haben mit den Weizen. Dann haben wir wieder keine Maschine. Ja, aber dann haben wir richtig geile Felder. Ja, aber super. Mit dem Glasdrescher dreschen ist schon lustig. Einbuddeln dann. Feld 14 ist ein verdammt großes Feld, Leute. Aber das würde ich sogar noch mit Vorgewende schön dreschen wollen. Mit dem Glas? Ja. Also das doch ist locker 4-5 Mal so groß wie das Feld 16, das wir jetzt haben. Ja, das ist doch geil. Was kostet's denn? Weiß es nicht. Ich fahr gleich hin, obwohl du stehst ja. Nee, der Schaufler hier, Markus, ist. Soll ich hinfahren? Nein. Irgendwie. Es ist noch genug Zeit. Irgendwie will mein Internet gerade nicht. Aber ich schätze mal, dass das sowieso außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Ich glaube eher, dass das so bei einer 500.000 sowas in dem Dreh normal kostet. Na, so viel kostet nicht. Normal. Die Felder hier sind billig. Also der Case macht mit dem vollen Ladewagen auch mal ein Wheelie, wenn man kurz bremst und Gas gibt. Ja. Ja, der Ladewagen ist ein bisschen schwer. Da braucht man einen gescheiten Schlepper drauf, so wie ein 936 oder sowas. Ja, ja, da brauchst du richtig fettes Gerät für. Oh. Nein, das war jetzt nicht sexuell. Der Kino einfach zu leicht da vorne drin. Ja. Der Lauch da. Den pusten sie doch rum. Du musst mal ordentlich Steaks zum Mittag essen und nicht immer nur Salatblättchen. Bei mir gab es einen Döner. Döner. Ja. Okay. Döner. Na, Salat hat er nur das eine Döner mal gegessen. Macht schöner. Ja. Aber da ist Salat dabei. Ja, siehst du, ich esse ja ein, wenn ich Döner esse, dann esse ich das ja für Männer. Also habe ich jedenfalls extra immer. Extra viel Zwiebel und Knoblauch. Nee, nur Brot, Fleisch. Brot, Fleisch und ein bisschen Soße oben drauf. Das geht gar nicht. Das ist geil. Ich finde den Salat am geilsten. Ich habe aber auch immer Hähnchendöner gegessen. Und ja, Freunde, wenn ihr das jetzt seht und euch wundert, natürlich, früher habe ich auch sehr viel Fleisch gegessen. Ich habe jetzt aber seit 4 Monaten schon keinen Döner mehr gegessen. Ohne Fleisch geht gar nicht. Du isst wohl sonst kein Fleisch? Ich esse überhaupt kein Fleisch momentan. So gut ich brauche wohl nicht. Täglich 4 Fleischmahlzeiten. Nee. Ich habe es auch eine ganze Zeit so gemacht. Das hatten wir aber schon. Guckt euch die Folge an, die ich mit Dennis aufgenommen hatte, die heute gerade veröffentlicht wurde. Ich habe es gemerkt in meinen Gelenken, dass ich meine Finger nicht mehr krümmen konnte und so. Ah, du hast die Gicht. Ja, das war echt so gichtmäßig hat sich das angefühlt. Und seit ich mich mit dem Fleisch aufgehört habe, kann ich meine Finger wieder richtig geil bewegen und es wieder richtig flutscht wieder richtig feiern. Ne? Ja! Also so, die Frauen freuen sich darüber, wenn ich meine Finger wieder richtig bewegen kann. Die dicken Wurstfinger. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich zarte Künstlerhände. Aha, ich war auch mal Fingermodel. Ich war auch mal Fingermodel. Ja. Nagelmodel war ich mal. Ach Mensch. Das habe ich dir sogar zugetraut. Danke. Nagelmodel? Kann ja nur von dir kommen. So. Geht ja auch manchmal ins Nagelstudio? Nein. Nee, ich gehe lieber gleich im Puff. Ja. Das ist sowas in der Art hat, na egal. Ist billiger, ne? Ja. Ist nicht angekommen, ich verstehe. Ist billiger. Kam ja von mir da jetzt, ne? Was will uns Dino damit sagen? Keine Ahnung. Das weiß er selber nicht, das ist immer gut. Ja. So. Tino, ne? Haben wir jetzt schon einen Preis von dem Feld eigentlich? Nein, haben wir noch nicht. Soll ich mal hinfahren? Wir haben bis 22 Uhr Zeit, also könnt auch chillen. Nein, ich fahre jetzt mal ganz fix hin. Ja. Du weißt schon, ich kann meine Schaufel in den Boden rahmen, dass ich nicht von nach vorne fliege. Ich wollte jetzt einfach nur mal mein Gewicht in deinen Arsch stecken. Für diese Dreistigkeit hier. Nee, also ich hätte allerdings größeres Interesse übrigens an Feld 15, weil das schön gerade ist. Nein. Feld 15, ja, okay. Oder Feld 17, wäre auch nicht schlecht. Aber wenn Feld 14 wirklich günstig ist, wäre das eine bessere Alternative. Ja, natürlich. Also wir wissen immer noch nicht, was es kostet, oder? Ich fahre jetzt ja gerade hin. Er fährt schon wieder Querfeld ein. Ja. Meine Zuseher sehen alles, weil ich habe extra die PDA-Karte offen. Ja, du kannst das ja auch gerne sehen, dass ich hier Querfeld einfahre. Das können auch gerne die Zuschauer sehen, weil momentan ist ja nichts angepflanzt. Da kann ich ja fahren, wie ich lustig bin. Und es gehört uns nicht. Wo ist denn das Geld jetzt hin verschwunden? Du hast... Hä? Schon wieder. Wo ist das Geld hin?
Ich habe Guten hat der Guten hat nochmal zurückgezahlt. Ich habe beide Mann gekauft. Guten hat den Kredit zurückgezahlt. Ich träume das sogar zu. Okay, also Nominalwert 303.000 und aktuelles Gebot 151.000, 152.000 das schaffen wir. Knapp. Das schaffen wir. Das schaffen wir für 160, 170 wird das dann ersteigert am Ende vielleicht. Aber ja, wollen wir nicht wirklich jetzt erstmal Geräte kaufen? Ja, wenn eigentlich wir das ja, Feld einmal anbauen und einmal ernten, dann haben wir wieder so viel Geld. Richtig, das ist halt auch so mein Argument. Das amortisiert sich verdammt schnell, wenn das zum halben Preis weggeht hier. Ja. Die Biogasanlage ist voll. Und warte mal, wir können ja alleine schon 85 Kredit aufnehmen. Ja. Ja. Das wird knapp, aber es kann passen. Haben wir noch was zum Schaufeln? Oder ja, ist ja, schon ich bin ja, jetzt aber noch muss halt erstmal durchlaufen. 10.000 also circa habe ich noch. Halt 10.000 Euro kriege ich raus noch. Ja. Ja, aber die BGA ist momentan voll, also das, der Einfüllstutzen. Ja, ich wünsche mir bis 22 Uhr Zeit. Eben. Ja, und wenn wir dann jetzt das, die große Nachfrage ist ja hoffentlich noch nicht abgelaufen. Nein, nein. Das wäre es jetzt. Die läuft auf jeden Fall noch. Warte, wie lange läuft die noch? Drei Stunden. Bis 10 Uhr läuft's. Ja. Wie weit seid ihr hier beim Dreschen eigentlich? Ich bin gerade mitten auf Feld 6, glaube ich, ist es so gegangen. Ja, wir kriegen ca. 100.000 raus von der Biogas, von dem Weizen. Ja. Und wir können 85 aufnehmen. Plus ein bisschen BGA sind wir bei knapp 200.000. Weil also ausgehen würde es sich. Ja. Ja. Kommt gut hin. Weil was hätten sogar noch 50.000 über? Was? Nee. Nee. Ja. Habt ihr gerade was von 200.000 gesagt? Ja, aber 13, aber 100.000 kriegen wir dafür nur. Ja, aber das Gebot geht ja auch noch hoch bis heute Abend. Ja, eben. Aber ich denke nicht viel. Ja, das waren immer so 10.000, 20.000 mehr als morgens. Und was kostet das Feld sonst? Hast du das auch geschaut? Das Doppelte, ja. 300, okay. Irgendwas, ganz knapp über 300.000. Also wird jetzt zu 50% des Nominalwerts wird es angeboten. Hm. Gott sei Dank müssen wir keine Grunderwerbsteuer zahlen. Hm. Das wäre cool. Wir sind nicht in Österreich. Hier baut jeder an, wo er will. Komisch, dass man überhaupt bezahlen muss. Eine russische Map wäre cool. Ja, klar. Knappst du einfach Pfahl und mit so 300 an. Hektar Feldern. Mhm. Ja. Und dann mit so einem kleinen zweireihigen Flug. Ich glaube, jetzt auf die Hektar habe ich natürlich gar nicht geachtet, wie viele Hektar das sind, aber das ist schon ordentlich. Das hat sicher so um die 10 Hektar, wenn nicht sogar mehr. Ja. Ich würde schätzen 12. Also, wir hätten unsere Fläche sicher verdreifachen, was wir jetzt haben. Ja. Wenn nicht sogar noch mehr. Also schon, unsere drei Furzfelder hier, die passen da locker mal ne. Wird natürlich dann wird natürlich alles zu klein, was wir haben, ne? Ne, die 6 Meter Sämaschine geht ja. Ja, Gesundheit. Da was? Kannst du aber ansehen mit der 6 Meter Seemaschine, das kann ich dir aber versprechen. Wieso, wenn du zu zweit bist, geht das relativ schnell, wenn man eine ja, zweite kaufen würden. Aber wir haben ja keine zwei. Ja, das muss ja man halt einmal mit einer ansehen und dann das zweite Mal ist schon. Eben. Haben wir schon so das, viel Geld. Das mache ich dann wieder offscreen. Das mache ich wieder offscreen, das ist kein Problem. Nein, wir haben eigentlich am Anfang gesagt, wir nehmen alles auf. Das haben wir eh schon wieder gebrochen. Ja, weil das bringt das gesagt? Nichts. Leute, was ich glaube, das war so ein Name, also der hat gut. Um das mal den Zuschauern auch zu sagen, ne, was ich offscreen gemacht habe, das ist an den Feldrädern ein bisschen Gras zu mähen und das in die BGA reinzuschaffen, ja, weil das echt sowas von eintönig ist. Das möchte ich keinem von euch antun. Nein, ich glaube, also alles müssen wir dann wahrscheinlich doch nicht zumuten. Denk mal, offscreen so ein Feld ansehen, mein Gott. Gerade, dass man jetzt, wenn wir dann etwas größere Geräte haben, und die großen Felder ist ja kein Problem, dann durchgehend alles aufzunehmen. Ja. Ich kenne es von Minecraft, mal schnell Ressourcen sammeln gehen offscreen. Ja. Ist doch hier so ähnlich. So, wir haben jetzt noch 20 Tonnen in der Biogasanlage. Ja. Meisten. Also es gibt einige, die es wirklich hardcore machen, die wirklich jeden, was weiß ich, Erdblock, den du abbaust. Aber selbst die großen machen es so. Ja. Du sollst nicht springen, Dino. Ah, man wird hier nur beobachtet. Also ich habe schon wieder hier, wollte ich nochmal sagen, 190.000 in die BGA, 195.000. Da kriegen wir 70.000 raus. Ja. Aber nicht mehr bis heute, obwohl das könnte sogar noch passen. Nein, das muss ja komplett vergehen.
Ja, das sind doch gar nicht so. Also es war immer viel kürzer als wachsen auf jeden Fall. 20.000 hast du noch drin, Markus. Ja, ich weiß es. Oh. Aber und die erst im nächsten Part dann. Ah, haben wir es so? Ja, ich freue mich über jeden Kommentar, positiv, negative Kritiken und so weiter. Und sage mal, ciao. Ja. Jo, tschüss. Tschüssi.